Lieber Gunnar Kaiser, wir sind uns noch nie persönlich begegnet, aber Sie haben vor ein paar Tagen ein Video gepostet, in dem Sie auf total persönliche Weise berichtet haben, dass die Ärzte Ihnen sagen, dass Sie nicht mehr lang zu leben haben und welche Fragen Sie sich im Lichte dieser schockierenden Information stellen. Und mir selber geht es so, ich habe vor 4 Wochen, als ich auf einer Reise war und auf einer Konferenz gesprochen habe, einen Anruf bekommen, der mein Leben ziemlich verändert hat. Wenn jemand aus der Notaufnahme dran ist und sagt, sind Sie der und der? Ja, bei uns ist die Person aus Ihrer engsten Familie und es kann sein, dass sie die Nacht nicht überlebt. Ist dann zum Glück anders gekommen, aber das sind so Momente, wo sich irgendwie die ganzen Lebensprioritäten neu ordnen. Und ich höre aus Ihren Worten was raus, was wir, glaube ich, als Menschen so dringend brauchen. Und es ist dieser realistische Blick im Angesicht des Todes. Und deswegen möchte ich einfach ein paar Gedanken mitteilen auf diese Art und Weise, die Ihr Video, ja, das mich sehr berührt hat, in mir ausgelöst hat. Sie zitieren darin ja auch den Platon, der von seinem Lehrer Sokrates berichtet, dass er sagt, eigentlich ist Philosoph sein ein Lernen des Sterbens. Und bei Sokrates ist es so, dass er irgendwie gelassen in den Tod geht. Und ich habe keine Ahnung, wie das bei mir mal sein wird und welche Gedanken ich mir im Angesicht des Todes machen werde und ob meine Glaubens- und Verstandes- und Lebenskonstrukte da halten werden. Aber ich möchte Ihnen danken, dass Sie uns diese Perspektive eröffnen, die wir im Alltag einfach so wahnsinnig oft aus dem Blick verlieren. Es ist ja wirklich unglaublich. Wir leben so vor uns hin, als wäre das normal, und sterben tun immer die anderen. Und mich hat auch wirklich dieser Telefonanruf wachgerüttelt. Wir sind in jedem Moment einen Telefonanruf entfernt von dem absoluten Desaster. Wir sind einen Befund beim Arzt entfernt von dem absoluten Desaster. Und trotzdem tun wir so, als könnten wir es uns irgendwie gemütlich einrichten in diesem Leben. Und das ist einfach ein großer Trugschluss. Und da nehmen Sie uns einfach mit hinein in die Realität. Und ich finde es erstaunlich und irgendwie berührend, dass Sie sagen, dass Sie in dieser Situation angefangen haben zu beten. Und mich fasziniert dieses Thema Gebet schon ganz lange. Und deswegen erlauben Sie, dass ich ein paar Gedanken dazu auf diese offenen Fragen, die Sie mit uns teilen, mitgebe. Auch mit dieser Frage, habe ich genug getan? Erstmal, ich finde die Frage, habe ich genug getan, so hilfreich. Ich finde die so gut. Ja? Wenn jemand im nahen Umfeld im Sterben liegt oder so, kann man sich die Frage stellen, okay, habe ich ihm oft genug gesagt, dass ich ihn oder sie liebe? Und habe ich mich in diese Beziehung intensiv genug investiert? Und wir leben ja ein bisschen eher in Zeiten, die sehr stark betonen, mach das, was für dich passt und lebe deinen eigenen Traum. Ja, das ist schön und gut, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir auch Verpflichtungen haben, nämlich das Gute zu wählen. Und jeder, der sich selber beim Leben zuschaut, sieht, dass er nicht immer das Gute wählt, dass wir nicht immer genug tun. Und das muss nicht Selbstverdammnis sein und Selbstablehnung, das ist einfach nur Realismus. Manche Leute haben viel zu viel Selbstwertgefühl oder sind viel zu überzeugt von sich. Und ich glaube, wenn wir als Menschen diese Frage, die sie stellen, habe ich genug getan, wenn wir die aus dem Blick verlieren, boah, dann gnade uns Gott im wahrsten Sinne des Wortes, dann werden wir überheblich und verblendet und oft genug sind wir Menschen das. Sie haben angefangen zu beten und das ist verständlich, denn es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Und das ultimativ Unerklärliche ist im Letzten der Tod. Es ist schon lustig. Wir Menschen leben so vor uns hin und sagen, ja, ich glaube an das, was ich mit den Augen sehen kann und was ich verstehen kann. Ja, aber es gibt Dinge, wo wir nichts mehr verstehen können. Der Viktor Frankl sagt, es gibt die tragische Trias, Leiden, Schuld und Tod. Das sind so die Momente, wo alle unsere oberflächlichen Sinnkonzepte dran zerbrechen, wo wir merken, okay, ich kann mir alles schön herbei erklären, ich bin einer von den Guten. Ja, wenn ich mal was mache, was wirklich böse ist, wenn ich richtig in Mist reintappe, was dann? Und ich kann mir irgendwie alles erklären und ich bin ganz klug. Was ist, wenn Leiden in mein Leben kommt? Oder im Letzten, wenn der Tod in mein Leben kommt und anklopft und ich nichts mehr verstehen kann, dann ist der Ort, wo man entweder zynisch wird oder einfach gar nichts sagt oder vielleicht anfängt zu beten. Und Gebet ist für mich persönlich so dieser intime Herzensdialog mit dem ewigen Du.
Also eben nicht nur mit einer kosmischen Energie oder so, weil ich bin ja Person. Ich bin Person. Ich kann es nicht bestreiten, dass ich eine Person bin. Und der mich gemacht hat oder die Kraft, die mich gemacht hat, muss selber auch mindestens personalen Charakter haben oder noch mehr als das. Sonst wäre es nicht erklären, können wir nicht erklären, woher kommt Bewusstsein, woher kommt Person, wenn es keinen Ursprung dafür gibt, der nicht selber personal ist. Das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, dass es ein ewiges Du gibt für mein Ich. Ja? Es gibt ein Ich, das im Letzten einsam ist, weil kein Mensch kann ja für mich meinen Tod sterben und kein Mensch kann im Tiefsten alles in mir verstehen. Diese Sehnsucht nach einem totalen Gegenüber, die kann kein Mensch erfüllen. Und deswegen glaube ich, dass es dieses ewige Du gibt. Und für mich ist Gebet dieser intime Herzensdialog mit dem ewigen Du. Und mich beeindruckt, dass sie sagen, wo sie beten gar nicht in erster Linie, dass sie gesund werden. Das finde ich eindrucksvoll, weil ich würde ihnen von Herzen noch viele Jahre auf der Erde wünschen. Sondern ihr Gebet gleicht ein bisschen eher dem Gebet, das Jesus auch gebetet hat. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein wirklich demütiges und sehr reifes und weises Gebet. Und dann beten sie, wie sie im Video sagen, ja, um das Seelenheil und darum, ins Himmelreich aufgenommen zu werden. Das ist ja was, meine Güte, ich glaube, wenn man es sich bequem im Leben eingerichtet hat, dann klingt es vielleicht naiv oder da sind wir doch heute weiter. Und ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich glaube, im Angesicht des Todes werden wir alle wieder wie Kinder. Und diese tiefe Frage, geht es wirklich weiter? Darf ich hoffen oder nicht? Die, glaube ich, beschäftigt jeden Menschen. An der kommen wir nicht vorbei. Kann es wirklich sein, dass dieses Ich, das ich bin, ins Leere stürzt, ins Nichts stürzt? Oder gibt es ein Weiterleben? Und da haben wir natürlich kein Wissen, weil keine Ahnung, kein Mensch kann uns davon Kunde geben. Und die Tatsache, dass unser Körper stirbt, heißt nicht zwingend, dass unser Bewusstsein oder dass unser inneres Leben weitergeht. Ja? Wenn ich ein Buch verbrenne, heißt nicht, dass es die Geschichte nicht noch gibt. Ja? Oder wenn ich einen Computer zerstöre, das heißt nicht, dass die Daten nicht irgendwo noch weiter existieren. Und wir sind ja, es ist ja Unsinn, wir sind ja nicht sowas wie ein Computer, auf dem Daten gespeichert sind. Wir sind eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und wir haben als Menschen was Erstaunliches, was auf diese Weise andere Lebewesen nicht haben. Und das ist die Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht, dass die Liebe dauert. Der Nietzsche sagt es ja so schön, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit im Zarathustra. Aber nicht nur die Lust sagt, ich will Ewigkeit, sondern im Letzten sagt es die Liebe. Liebe bedeutet, ich will, dass du nicht stirbst. Liebe sagt, du darfst nicht sterben, es geht mir um dich. Und jetzt ist die Frage, im Letzten, ist die Liebe eine Illusion oder ist sie die Wahrheit? Weil jeder, der wirklich liebt, der sich wirklich mal verliebt hat, der weiß, glaube ich zumindest, oder hat die Intuition zu wissen, nein, das ist die Wahrheit. Die Liebe ist die Wahrheit. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Wenn ich liebe, dann bin ich nicht verstrahlt und irgendwie komisch, sondern bin ich mehr bei mir und mehr bei der Realität, als wenn ich nur im Kopf bin. Deswegen hat für mich persönlich Gebet ganz viel mit Liebe zu tun. Und deswegen glaube ich auch, dass der Himmel eigentlich nichts anderes ist als die Liebe. Wenn ich eine Definition geben sollte, wie ich mir den Himmel vorstelle, ich glaube, der Himmel, das ist die Liebe. Weil wenn wir total lieben und geliebt werden, dann haben wir so ein Gefühl wie, okay, die Zeit bleibt stehen. Und das, glaube ich, ist so etwas Ähnliches, was Ewigkeit ist. Ewigkeit ist ja nicht eine endlos lange Fortdauer von Momenten. Das wäre ja furchtbar, egal was da wäre. Wenn es endlos lang ist, ist es immer irgendwann langweilig. Sondern Ewigkeit, das ewige Leben, glaube ich, ist das erfüllte Leben. Also die Ewigkeit ist die Dauer, die der Zeit fehlt. Ja, der Mangel an Sein eigentlich. Zeit ist ein Mangel an Sein, weil wir immer nur momenthaftes Sein haben und dann ist schon wieder vorbei. Und in der Liebe haben wir aber eine Ahnung von der erfüllten Zeit. Und die Frage ist, gibt es ein ewiges Verweilen in der Liebe oder ist das alles nur ein abgekartetes, zynisches Spiel? Der Mensch sehnt sich nach Liebe, am Schluss verrotten wir alle, die Maden fressen uns. Ich glaube, da ist jeder Mensch vor diese existenzielle Entscheidung gestellt, ob er glauben möchte oder ob er im Zynismus und im Zweifel verharrt. Und ich finde es auch toll, also man kann ja im Gebet auch diesen Zweifel aushalten und sagen, okay, darf ich wirklich hoffen?
Oder mache ich mir das selber nur vor? Diese Frage, glaube ich, kann niemand für jemanden beantworten. Aber Sie scheinen schon sich entschieden zu haben, auf die Seite eben der Hoffenden und der Glaubenden da zu gehen. Und stellen Sie die Frage, auf die ich eigentlich reagieren wollte, jetzt spreche ich ein bisschen lang dafür. Diese Frage, habe ich genug getan? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug geliebt? Und ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der diese Frage nach innen ganz tief stellen und bejahen kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sagen kann, ja, ja, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles genug getan. Und wenn jemand das sagen würde, dann wäre er total überheblich. Und spätestens Leute in seiner Umgebung würden sagen, ja, du warst aber nicht vollkommen, weil es keine vollkommenen Menschen gibt. Und es ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Kluft um? Wollen wir da verzweifeln oder dürfen wir hier hoffen? Und in Ihrem Video sagen Sie an einer Stelle so ganz interessant, ja, aber funktioniert das überhaupt so beim Beten oder mit dem ewigen Leben so nach so einer ökonomischen Vorstellung? Also praktisch, ich tue was und dann ernte ich was. Erstmal, ich glaube, vieles im Leben funktioniert wirklich schon so und deswegen möchte ich das total unterstreichen, was Sie sagen. Es geht auch beim Glauben, es geht beim Gebet sehr wohl auch um eine Entschiedenheit. Das ist also nicht lax zu handhaben, ja, ist ja egal. Nein, nein, das geistliche Leben kennt auch das Prinzip von Saat und Ernte. Was ich säe, das werde ich ernten. Aber das ist sozusagen nur ein Teil der Wahrheit. Und ich glaube, dass das Beste, wie soll ich sagen, die beste Vergleich, wie das so mit Gott ist, das ist eine Beziehung. Also das ist natürlich, die unterschiedlichen Religionen sehen das anders, aber ich persönlich glaube, dass Gott ein Du ist und dass deswegen der Modus unseres Verhältnisses zu Gott einer der Beziehung ist. Also die Christen glauben ja sogar, dass Gott in sich schon Beziehung ist, dreifaltig. Das ist eigentlich ganz logisch, wenn Gott die Liebe ist. Das ist ja die christliche Definition von Gott. Liebe gibt es ja nur in Gemeinschaft. Also wenn ich niemanden habe, den ich lieben kann, was ist so... Gott als dreifaltig, das heißt eigentlich nur, dass Gott sich selber liebt und bejaht, dass er sich hingibt in einer zweiten Person und sich selber wieder empfängt in einer Gemeinschaft. Also das heißt Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also Gottes in sich Liebesbeziehung. Und in einer Beziehung gibt es beide Elemente. Es gibt das Element der Anstrengung. Das stimmt wirklich, wenn ich sage, oh, Schatz, ich liebe dich, aber ich bin nie bereit, Zeit mit dir zu verbringen. Oder zu meinen Kindern sage, ihr seid mir total wichtig, aber ich nehme mir nie Zeit für euch, höre auch nie zu. Dann bleibt die Liebe praktisch nur mein Wunschtraum. Und ich glaube, das ist im geistlichen Leben auch so. Ja? Also es kommt sehr wohl drauf an unsere Entschiedenheit. Und dann gibt es in der Liebe aber das Zweite, und zwar, es gibt das Scheitern an den eigenen Ansprüchen. Niemand kann länger in einer Beziehung sein, ohne wirklich zu scheitern an seinen Ansprüchen, zu merken, ich bin nicht der perfekte Vater, überhaupt nicht. Ich bin nicht der perfekte Ehemann, überhaupt nicht. Und ich finde auch nicht die völlige Erfüllung in dieser Beziehung, überhaupt nicht, weil ich selber halt begrenzt bin, weil mein Partner begrenzt ist. Und da passiert in reifen Beziehungen etwas, was man Gnade nennen könnte, ja, was man Geschenk nennen könnte. Die Liebe ist ja nicht in erster Linie, aber mindestens genauso viel Geschenk wie das, was ich selber investiere. Das ist ja allein, wenn man sich verliebt und auf einmal die Welt in neuen Farben erleuchtet. Ich glaube, dass es sowas mit Gott auch gibt, dass man sich wirklich in Gott verlieben kann und einem die Gabe des Glaubens geschenkt wird. Und ich habe das selber auch erlebt, ja, dass die Welt auf einmal wie in einem neuen Licht leuchtet. Und das kann man rational nicht erklären. Du kannst ja auch nicht rational erklären, warum habe ich mich in dieses Mädchen verliebt und nicht in das andere. Aber es ist nicht nur Einbildung, sondern der sich verliebt, der sieht wirklich was in dieser Person. Und so ähnlich, finde ich, das ist es mit Gebet und mit Glauben auch. Und im Letzten ist es eben maßgeblich auch ein Geschenk. Ja. So, wenn praktisch in einer Beziehung gibt es Momente, wo man das Gefühl hat, boah, ich bin am Ende, ich habe total versagt, und der andere sagt, schau, und ich liebe dich gar nicht, weil du jetzt großartig bist, sondern weil ich dich liebe, weil die Liebe um ihrer selbst willen liebt. Und jetzt ist die Frage, ob das im geistlichen Leben und mit Gott genauso ist. Also ist das ein Leistungsding? Muss ich genug beten, fasten, irgendwas machen, meditieren, um in den Himmel zu kommen? Oder gibt es da auch den Geschenkcharakter? Und ich persönlich glaube, es gibt den Geschenkcharakter, und ich glaube, der ist sogar die Mitte des Geheimnisses. Ja, wir feiern jetzt in ein paar Tagen Ostern,
Und die Botschaft von Christus, die Botschaft von Jesus ist, also unter anderem heißt es im Johannesevangelium am Anfang, im Johannesprolog, erstes Kapitel, Christus Jesus kam voll Gnade und Wahrheit. Und ich mag diese Kombination total. Die Wahrheit ist dieses Realistische, dieses, nee, habe ich genug getan. Und auch nicht diese billige Gnade, nicht dieses Wegreden, dieses sich rauswinden. Ich glaube, das Erbeben des Gerichtes auch, das braucht's. Dass ich mir die Frage stelle, nee, habe ich genug getan? Und habe ich es mir zu leicht gemacht? Habe ich mir Gott klein geredet? Habe ich mir mein kleines Konzept gebastelt? Und dann zu merken, in diesem Erbeben, dass ich sage, ich stehe mit leeren Händen vor dir, Gott, und ich weiß nicht, ob ich bestehen kann. In diesem Moment der Kapitulation begegnet mir das Zweite, nämlich die Gnade. Und das Evangelium, so diese Geschichten von Jesus, sind ja voll mit diesen Begegnungen. Es gibt diese religiös Abgehärteten, die denken, sie sind ganz toll. Denen gibt Jesus mehr oder weniger eine Abfuhr. Und die, die gar nicht mehr auf sich selber vertrauen, die wissen, sie sind komplett gescheitert, aber sie werfen ihr Vertrauen auf Jesus, die werden errettet. Ja? Und der Erste, wenn ich es richtig sehe, von dem in der Bibel klar gesagt wird, dass er in den Himmel kommt, das ist der Typ, der neben Jesus gekreuzigt wird. Und zwar, weil er ein Mörder oder ein Dieb war, also auf jeden Fall ein Mensch, der nicht gut gelebt hat. Es gibt einen Grund, warum er zu Tode verurteilt wurde. Und er sagt zu Jesus nur einen Satz, er sagt, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und dann sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Und ich persönlich wünsche mir, wenn ich in den Tod gehe, diese Haltung. Ich hoffe, dass sie mir geschenkt wird. Ich weiß nicht, wie es mir dann gehen wird. Aber ich werde an diesem Tag nicht auf mein eigenes Leben blicken, weil da gibt es nicht so viel zu blicken. Also klar, es gibt viele Sachen in meinem Leben, die gut sind und ich habe mich angestrengt. Ja, schon klar. Aber je genauer man hinsieht, vielleicht auch je älter man wird, desto mehr sieht man wirklich auch die Abgründe und die Schattenseiten. Und an jedem Tag wünsche ich mir auch diesen Blick auf Jesus, der sagt, ich vertraue nicht auf mich, ich vertraue auf dich. Dass ich mich hineinwerfe in ihn. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, das christliche Evangelium. Und auch diese Botschaft von dem Kreuz Jesu, dass er eine Last trägt, die ich selber nicht tragen konnte. Und vielleicht muss man dafür wirklich an dem Punkt sein, seine Sündenlast mal gespürt zu haben. Und damit meine ich nicht so ein Selbstdepri, sich selbst ablehnen. Überhaupt nicht. Nein, einfach Realismus, zu checken, wer bin ich und wer bin ich nicht. Und ich wünsche Ihnen auch diesen Blick auf Christus, diesen Blick auf Jesus, der sagt, ich werf mich auf dich. Ich werf mich auf dich. Und ich wünsche ihn mir auch. Ich hoffe, dass ich diesen Blick haben werde, der sagt, habe ich genug gebetet? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Habe ich gut genug gebetet? Vielleicht nicht. Habe ich gut genug gelebt? Vielleicht nicht. Und ich werf mich im Vertrauen auf Jesus, der mich hindurch liebt durch die Nacht des Todes. Das ist ja diese unglaubliche Geschichte von Ostern, zu glauben, dass Jesus, der ja die Liebe manifestiert war, ja, wenn Gott die Liebe ist und Jesus ist Mensch geworden, na Gott, dann ist ja die Liebe komplett und die Liebe wird getötet, so wie in unserer Welt ständig. Die guten Menschen sterben am frühesten, habe ich manchmal das Gefühl. Und Menschen, die lieben wollen oder Beziehungen, die voller Enthusiasmus starten und voller Liebe, die sterben. Und jetzt gerade werden in der Ukraine Menschen, junge Männer erschossen, einfach nur, weil sie eingezogen wurden und weil sie kämpfen mussten. Obwohl sie verliebt sind, obwohl sie vielleicht heiraten wollen, obwohl sie ihr erstes Kind haben. Das ist so, so grausam, wie diese Welt ist. So grausam. Diese Nacht des Todes und die Vorstellung, dass Gott Mensch wird und sich da nicht dran vorbeimogelt. Es hätte auch anders sein können, dass er so lange meditiert, bis er in den Himmel hinweggenommen wird. All diese Vertröstungen. Ach, da ist die Botschaft von Jesus so viel radikaler, dass er in diese Nacht des Todes reingeht und zwar nicht nur in Gedanken, sondern angenagelt, verblutend. Ja? Und diesen Kreuzweg, den gehen so viele Menschen sterben, liegen an der Onkologie oder irgendwo und sterben langsam und qualvoll. Da kann man schon ganz schön zynisch werden. Da kann man auch verzweifeln. Und die Botschaft, dass Gott selber diesen Weg gegangen ist, in reiner Liebe, in reiner Hingabe, ohne zynisch und bitter zu werden, was im Leiden so leicht ist, leicht im Leiden zynisch und bitter zu werden,
sondern in der Vergebung zu bleiben. Vater, vergib ihnen. Und auch zu sagen, Vater, wenn du, dein Wille geschehe, nicht meiner, und in deine Hände lege ich meinen Geist. Und dann dieser Glaube, dass die Liebe selbst gestorben ist, aber wieder zum Leben kam, auferstand, dass dieses Grab leer ist, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern die ewige rettende Liebe, die uns hindurch liebt durch unseren Tod und uns aufnimmt in das ewige Leben. Das finde ich die ergreifendste und schönste und großartigste Botschaft, die ich je gehört habe. Manche würden vielleicht sagen, die ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, vielleicht ist es zu schön, um wahr zu sein. Aber ich frage mich eher, kann etwas, was so schön ist, nicht wahr sein? Muss es nicht wahr sein? Haben wir nicht tief drin Intuitionen, dass es wahr sein muss? Ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, es ist wahr. Und so wünsche ich Ihnen, lieber Gunnar Kaiser, ich hoffe, wir begegnen uns mal persönlich, von Herzen den Frieden Gottes. Ich wünsche Ihnen von Herzen auch, dass Sie gesund werden und noch viele Jahre leben. Und noch wichtiger als das, in diesen Tagen frohe Ostern, frohe Auferstehung. Und ich wünsche mir das und uns allen, die zusehen. Ich danke Ihnen so für Ihre Offenheit. Ich glaube, da haben Sie wahnsinnig vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen, denn unsere Welt ist ja voll mit diesen schwierigen Abschnitten. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da mal da stehen werde, wenn ich so eine Diagnose bekomme oder weiß ich nicht. Weiß man nicht, kann morgen tot sein. Jeder von uns kann morgen tot sein. Aber dieser vertrauensvolle Blick auf Gott, dieser Blick, der, es gibt die Geschichte bei Petrus, wo er übers Wasser geht und eine Zeit lang kann er übers Wasser gehen, weil er seinen Blick auf Jesus hält. Das merkt man ja auch, wenn man so innerlich diese Ausrichtung auf Jesus hält, dann kann man über Wasser gehen, aber auf einmal versinkt er, weil er die Wellen sieht und er bekommt Angst. Und dann streckt er die Hand aus und sagt, Herr, rette mich. Und dann sagt Jesus, warum hast du gezweifelt? Und er zieht ihn raus. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Hand ergreifen und uns rausziehen lassen aus unserer Todesangst und hineinlieben lassen in das neue Leben der Auferstehung. Alles Gute uns allen und Ihnen.